Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Frische Filme hier bei Fred Carpet. Zunächst ein Hinweis in eigener Sache und den setze ich ganz am Anfang, weil ich ja nicht weiß, ob ihr bis zum Ende schaut. Es wird nächste Woche keine ganz reguläre Ausgabe von Frische Filme geben, was einfach damit zu tun hat, dass ich für ein paar Tage in den Urlaub fahren werde und vorproduzieren muss. Das heißt, ich werde nur die Filme besprechen können, die ich vorab gesehen habe und da ist die Zeitspanne zur Aufzeichnung diesmal ein bisschen kürzer. Das heißt, es wird auf jeden Fall eine Besprechung zu Terminator Dark Fate geben und es wird eine geben zur Netflix-Produktion Brittany Runs a Marathon. Aber ich weiß zum Beispiel noch nicht, ob ich die Neuauflage der Addams Family sehen kann. Dann sind noch ein, zwei weitere Filme dabei. Eventuell müsst ihr dann auf diese verzichten, was mir natürlich sehr leid tut und auch die Charts werde ich so aktuell nicht liefern können. Aber ich denke, das werdet ihr eine Woche lang verschmerzen können und ja, alles Weitere findet ihr natürlich trotzdem wie immer auf fredcarpet.com, weiß auf schwarz, ihr kennt das ganze Prozedere. Da seht ihr dann im Zweifelsfall auch nochmal so ein paar Informationen. Und ja, das nur vorneweg. Diese Ausgabe betrifft das allerdings noch nicht, denn ich habe die vier Filme im Gepäck, die diese Woche am spannendsten sind. Und dazu gehört auch Maleficent 2, Mächte der Finsternis, mit dem fange ich an. Das ist der Trailer. Vor 5 Jahren dachte ich hätte dich für immer verloren. Kein Fluch könnte mich je von dir trennen. Willst du mich heiraten? Ja. Herrin! Es gibt ein paar Neuigkeiten. Nein. Verdirb mir nicht meinen Morgen. Philipp hat um meine Hand angehalten. Nein. Ich habe nicht gefragt. Ich auch nicht. Die Liebe geht nicht immer gut aus, Monsterchen. Vertrau mir, lass uns beweisen, dass du dich irrst. Es ist wirklich bewundernswert, wie ihr dieses Kind gegen eure Natur großgezogen habt. Aber nun wird sie endlich die Liebe einer richtigen Mutter erfahren. Ab heute betrachte ich Aurora als mein Eigen. Maleficent 2, Mächte der Finsternis, kommt 5 Jahre nachdem Maleficent, der erste Teil, nämlich Maleficent, die dunkle Fee, in die Kinos kam und dort ein wirklich sehr großer Erfolg war. Angelina Jolie ist in die Rolle der bösen Fee Malefiz, wie sie im Deutschen heißt, geschlüpft und die ganze Geschichte rund um Dornröschen, wie wir sie eigentlich kennen, wurde ein wenig auf links gedreht und quasi aus der Sicht bzw. mit dem Fokus auf die böse Wichtin gelegt, erzählt und so hat man dem Ganzen vor ein paar Jahren versucht, einen neuen Anstrich zu geben. Im Jahr 2021 voraussichtlich wird man ähnlich verfahren bei einer 101 Dalmatiner Realverfilmung namens Cruella, wo bereits Emma Stone für die Hauptrolle der Cruella de Vil bestätigt wurde. Und man kann nur hoffen, dass es die Macher ein wenig besser machen, denn ich sag vorneweg, für mich gehört Maleficent die dunkle Fee zu den mit Abstand oder zu ist für mich die mit Abstand schwächste Disney-Realverfilmung. Nicht, weil sie eine Disney-Realverfilmung ist, wer das hier mittlerweile ein bisschen verfolgt, der weiß, dass ich durchaus empfänglich dafür bin. Einfach eben, wenn es gut gemacht ist, das ist im Falle von Maleficent die dunkle Fee nicht so gewesen. Und das ist jetzt auch bei der Fortsetzung nicht so. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, welcher der beiden Filme ist denn nun der schwächere? Ich glaube, um das genau aufzudröseln, muss ich erstmal darauf eingehen, was denn an Maleficent die dunkle Fee so schief gelaufen ist. Denn damals hatte man eben eine Geschichte aus der Perspektive zum Großteil eben der dunklen Fee und man hat natürlich durch das Märchen, durch Dornröschen immer etabliert, dass es sich um die Gute handelt. Nun hat man die Geschichte aus ihrer Perspektive erzählt, das sage ich jetzt auch schon zum dritten Mal, ich möchte mich eigentlich gar nicht wiederholen, um der ganzen Geschichte eine neue Dimension zu geben, was aber in dem Moment eigentlich schon nicht funktionieren kann, wenn der Film, so wie in Deutschland, ab 6 freigegeben war. Ja, ich weiß, auf der Blu-ray steht FSK 12. Damals wurde der Film für eine jüngere Altersfreigabe beschnitten. Er kam hierzulande nie ungeschnitten in die Kinos. Das ist einigen vielleicht gar nicht so bewusst. Aber daran sieht man schon, man kann eine Geschichte über eine wirklich böse Fee, und das war Malefiz, im Dornröschen Zeichentrickfilm immer, kann man nicht so erzählen, wenn man komplett auf
Gewalt, auf Düsternis, auf Finsternis verzichtet. Also dieses Dunkle, die dunkle Fee, das passte im ersten Teil schon mal gar nicht. Und dann kam eben, hat sich der ganze Film darauf beschränkt, dass die Frage im Raum steht, ist Malefiz jetzt gut, ist sie böse, ist sie gut, ist sie böse. Das wurde so unbeholfen in dieser ganzen Geschichte erzählt und immer wieder nur noch darauf beschränkt. Und man wusste eigentlich die ganze Zeit, so wenig düster, wie ihr das hier präsentiert, könnt ihr niemals die Geschichte einer wirklichen Bösewichtin erzählen. Und genauso war es dann auch. Geschichtlich wirklich eine absolute Vollkatastrophe, einfach weil es sich alles die ganze Zeit um diese Frage gedreht hat und es wahnsinnig unbeholfen, ohne irgendwelche Zwischentöne und so weiter präsentiert wurde. Und dann kam leider auch noch hinzu, dass einige äußere Faktoren nicht gestimmt haben. Maleficent, die dunkle Fee, ist einer der hässlichsten Trickspektakel, die Disney jemals hervorgebracht hat. Ich weiß, es ist ungeheuer schwer, Menschen beim Fliegen glaubhaft zu inszenieren, mit Hilfe von Greenscreens, mit Hilfe von CGI und so weiter, das weiß ich, aber es sah einfach grottig aus. Teilweise mit den verschobenen Größenperspektiven, da ging einfach wirklich gar nichts. Und wenn man dann alles darauf konzentriert, dass so eine Hollywood-Schönheit wie Angelina Jolie hier in der Hauptrolle präsentiert wird und der ganze Film besteht einfach nur aus Shots, in denen sich Angelina Jolie mit Schmollmund und aufgerissenen Augen in die Kamera dreht und man hat das Gefühl, der Film existiert einfach nur, weil Angelina Jolie dieses Kostüm so geil findet, dann mache ich da nicht mit. Für mich eine wahnsinnige Verschwendung damals, Maleficent, die dunkle Fee. Jetzt habt ihr einen Einstieg, was ihr erwarten könnt, wenn ihr in den zweiten Teil geht. Das ist so meine Einschätzung des ersten Teils. Und anhand dessen kann man jetzt wirklich gut aufdröseln, wie der zweite Teil ist. Er ist nämlich exakt genauso. Man hat in den letzten 5 Jahren tricktechnisch in dieser Hinsicht offenbar nichts gelernt. Wir kriegen auf der einen Seite vom Disney-Konzern Filme präsentiert wie Der König der Löwen, wie The Jungle Book, wo die technischen Maßstäbe wirklich sichtbar über die Jahre immer wieder ansteigen. Wir haben einen komplett fotorealistisch animierten König der Löwen in diesem Jahr bekommen. Und in Maleficent, Mächte der Finsternis, der noch später erscheint, ist es nicht möglich, glaubhaft CGI-Kreaturen zu kreieren. Ist es nicht möglich, Menschen glaubhaft fliegen zu lassen. Das finde ich schon wahnsinnig erbärmlich. Dann hat man auf der anderen Seite wieder die Geschichte, man hat exakt die gleiche Message. Wir haben schon wieder 2 Stunden lang, in denen einfach nur die Frage gestellt wird, ist Maleficent gut oder ist sie böse? Ist sie gut oder ist sie böse? Und diesmal ist der Film zwar ab 12 freigegeben, was allerdings auch eher nur damit zu tun haben dürfte, weil die zweite Hälfte des Films komplett aus einer Schlacht besteht, die sich immer wieder in ihren einzelnen Bildern wiederholen, die sich immer wieder nur darin ergötzt, dass eigentlich total grausame Sachen passieren, die aber so im Vorbeigehen abgefrühstückt werden. Man muss sich das vorstellen, wir haben eine Szene, in diesem Film existiert quasi eine Gaskammer für Feen, für Märchenfabelwesen. Es wird hier aber präsentiert wie irgendeine beliebige Waffe. So, ich möchte da jetzt nicht weiter drauf eingehen, einfach aus dem Grund, weil das so eine Art... In welchem Zusammenhang diese Waffe hier eingesetzt wird, möchte ich jetzt nicht sagen, weil vielleicht interessiert es ja einige wirklich und deshalb will ich denen den Spaß nicht verderben. Aber das ist so ein Beispiel dafür, dass es hier durchaus düstere Fragmente gibt, aber gleichzeitig es gehandhabt wird wie irgendeine beliebige Fantasy-Skurrilität. Und die Story drumherum ist so dünn. Wir haben eigentlich einfach nur Aurora und ihr Prinz wollen heiraten. Diese Heirat zwischen dem Königreich des Prinzen und dem Land der Feen soll eine Verbundenheit zwischen diesen beiden Reichen endgültig besiegeln. Endgültig sollen alte Streitigkeiten, alte Fehden aufgelöst werden. Und dann grätscht natürlich Maleficent dazwischen. Natürlich wird sie wieder als die Böse dargestellt und ich möchte es nicht vorwegnehmen, aber ich sag mal so, ihr könnt euch vielleicht ausmalen, worauf es am Ende hinausläuft. Und Konsequenzen gibt es zu keinem Zeitpunkt. Alles, was ich gerade schon anhand der Gaskammer so gesehen erklärt habe, alles, was im Ansatz durchaus das Potenzial hätte, verstörend oder erschreckend zu sein, wird am Ende einfach fallen gelassen, einfach zugunsten dessen, dass wir hier doch eben einfach nur ein popeliges Fantasy-Abenteuer haben, das nicht gut aussieht, in dem es wieder nur scheinbar darum geht, möglichst effektvoll Angelina Jolie in ihrem Kostüm in die Kamera sich drehen zu lassen. Und das finde ich dann auf Dauer echt ermüdend und frage mich da auch so ein bisschen, was ist mit dem Regisseur passiert, der uns Filme wie Contiki gebracht hat, der es sogar noch halbwegs geschafft hat, einen 5. Teil von Pirates of the Caribbean abzuliefern, mit dem man so viele Jahre nach Teil 4 eigentlich nicht mehr erwartet hätte, dass der einen noch irgendwie abholt.
warum macht er jetzt sowas? Und dabei ist hinter der Kamera, ist vor der Kamera eigentlich das komplette Team gleich. Wir haben immer noch Leute wie eben Angelina Jolie, wie Elle Fanning, wie Sam Riley, wie Michelle Pfeiffer ist jetzt dabei. Also so ein großer Cast und am Ende wird einfach überhaupt nichts draus gemacht. Der ganze Film ist weder Fisch noch Fleisch. Er traut sich nicht böse zu sein, er traut sich nicht wirklich gut zu sein, er stützt sich auf dieselbe Idee wie Teil 1 und er sieht einfach furchtbar aus und damit ist mein Rant, der eigentlich gar keiner sein wollte oder sein sollte, an dieser Stelle vorbei. Es gilt natürlich wie immer, wer Bock auf den Film hat, der soll sich auch von meinen harschen Worten bitte nicht davon abschrecken lassen. Und es gibt da draußen ja offenbar sehr viele Maleficent-Freaks, denn anders ließ es sich nicht erklären, wie der erste Teil damals so erfolgreich sein konnte, dass jetzt ein zweiter Teil herauskommt. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wer schon von Teil 1 die Schnauze voll hatte, der sollte sich Teil 2 nicht angucken. Das ist einfach rausgeschmissenes Geld. Und selbst wer sagt, er mochte Teil 1, der kriegt im zweiten Teil nichts anderes geboten. Und ja, damit bin ich durch. Maleficent, die dunkle Fee, einer der schwächsten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Tricktechnisch nicht auf der Höhe, darstellerisch so lala und auch ansonsten irgendwie alles sehr, sehr strange. Und damit bin ich durch. Noch ein paar Bilder zum Abschluss und gleich widmen wir uns den schönen Dingen dieser Woche. Was ist passiert? Da war noch eine Kreatur. Jahrelang hast du für einen Menschen gesorgt. Nun ist es an der Zeit, für deinesgleichen zu sorgen. So, das waren die harschesten Worte dieser Woche, denn ab sofort geht es nur noch bergauf. Im folgenden Blog präsentiere ich euch zwei Filme, beide komplett unterschiedlich, aber beides Filme, die man mit großen Filmpreisen bereits in Verbindung bringt. Das eine ist After the Wedding, das Remake eines ehemaligen dänischen Oscar-Kandidaten. Und das andere ist Parasite, der dieses Jahr unter anderem die Goldene Palme von Cannes gewinnen konnte und der Kandidat für den besten fremdsprachigen Oscar für Südkorea ist. Und was ihr von diesen beiden Filmen zu erwarten habt, das seht ihr jetzt. Benutz deine Fantasie. Du kannst alles erschaffen. Wo ist das Essen, die versprochenen Betten, die Schulbücher? Du sollst zu einem Treffen nach New York kommen. Sie wollen uns Millionen von Dollar spenden. Ohne einen Koffer voll Geld komme ich nicht wieder. Sie müssen Isabel sein. Ja, ich bin Theresa. Freut mich wirklich sehr. Wir haben eine Liste von Prioritäten. Ich habe den Partyservice dran. Bitte entschuldigen Sie, ich habe gerade wahnsinnig viel um die Ohren. Meine Tochter heiratet am Wochenende. Kommen Sie zur Hochzeit, dann lernen wir uns besser kennen. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau. Herzlichen Glückwunsch. Lächeln bitte. Hi, schön, dass Sie gekommen sind. Isabel leitet ein Waisenhaus in Indien, das ich unterstützen will. Oh. Ja. Was willst du hier? Nach der Hochzeit stammt von Susanne Bier und war 2005 der Oscar-Kandidat für Dänemark, hat dann damals gegen Das Leben der Anderen verloren und war hoch besetzt, beziehungsweise ist immer noch hochkarätig besetzt, unter anderem mit Mads Mikkelsen. Und hat damals die Geschichte erzählt eines Mannes, der eingeladen wird zu einem reichen Gönner. Er ist eigentlich Entwicklungshelfer in Indien, möchte seine Stiftung weiter am Laufen halten und bekommt von eben jenem Gönner das Angebot von einer sehr, sehr hohen Geldspende und wird von ihm eingeladen nach Kopenhagen war es damals, glaube ich, oder Stockholm, auf jeden Fall irgendeinem skandinavischen, einer skandinavischen Metropole. Und wird dort hineingerissen in die Hochzeitsvorbereitung der Tochter desjenigen, der sich eben ihm zur Verfügung stellt als Gönner. Und so nach und nach erfährt Mads Mikkelsens Figur, dass er nicht durch Zufall in diese ganze Szenerie geraten ist und muss sich mit Dingen aus seiner Vergangenheit auseinandersetzen. Und genau, das ist nach der Hochzeit. Susanne Bier hat im Nachhinein Filme gemacht wie Serena, ist verantwortlich für Fernsehserien wie The Night Manager. Und nun hat Barth freundlich diesen Film geremaked und zwar mit vertauschten Geschlechterrollen. Das heißt, es ist hier nicht Mads Mikkelsen,
der als Entwicklungshelfer in ein anderes Land geht, um sich da Geld abzuholen, sondern es ist Michelle Williams, die von Julianne Moore eingeladen wird nach New York und ebenfalls in Hochzeitsvorbereitungen hereingezogen wird. Und im Grunde ist die Geschichte sehr eng an der dänischen Vorlage. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass, und das wissen die Leute, die nach der Hochzeit kennen, die wissen, dass sich allein durch diesen Geschlechterwechsel, dass sich da einige Sachen nicht so ganz entwickeln können, wie sie es in einer Vorlage getan haben. Und es ist wahnsinnig schwer, über den Film zu sprechen, ohne Spoiler zu verwenden. Ich probiere es trotzdem, denn was wir haben, ist ein Drama aufgezogen anhand von zwei sehr, sehr starken Frauenfiguren. Wir lernen Michelle Williams kennen als gleichermaßen wirklich taffe Entwicklungshelferin in Indien, die sich dort um die Kinder kümmert, die alles unternehmen würde, damit ihre Stiftung hier halt wirklich funktioniert und die wahnsinnig verzweifelt ist, als das Geld eben zur Neige geht und auch überhaupt keine Skrupel hat, sich dann mit Julianne Moore zu treffen und von ihr ihre Pläne zu hören. Und so ergibt sich zwischen diesen beiden Frauen ein wirklich sehr schönes emotionales sich einander oder sich austauschen mit der anderen Person. Und das ist schon wirklich gut gelungen. Wir lernen, wie sich die zwei Frauen kennenlernen. Wir merken aber auch, okay, die ganze Zeit hängt so eine surrealistische Spannung über der Szenerie. Wie gesagt, wer das Original kennt, weiß, worauf das Ganze hinausläuft. Und Bart Freundlich gibt sich aber wirklich Mühe, einerseits wirklich sich an die Vorlage zu halten, andererseits muss durch diese Geschlechterperspektive, muss er einige Sachen anders machen. Denn es ist tatsächlich so, ohne zu viel zu verraten. Wie gesagt, die Leute, die das Original kennen, die wissen, was ich meine. Aber es ist ja eben, ich weiß, nach der Hochzeit ist jetzt nicht der größte Blockbuster, den muss man nicht kennen. Er kann einige Sachen nicht so inszenieren, wenn er die ganze Geschichte mit zwei Frauen aufzieht. Es ist eine Familientragödie, es geht um Dinge aus der Vergangenheit, die passiert sind, um Dinge, die verdrängt werden wollten. Und in diesem Fall können Frauen das nicht so verdrängen wie Männer. Und deshalb versucht Bart Freundlich wirklich so das Optimum an der Spannung aus dieser ganzen Szenerie herauszuholen, auch wenn man vielleicht so nach und nach ahnt, worauf es hinausläuft vielleicht. Und trotzdem platziert er immer wieder Twists an sehr, sehr schönen Stellen, wo man merkt, ah, okay, an diesen Dreh hatte ich jetzt nicht gedacht. Oder, ah, okay, so ist das alles gelaufen. Und wie gesagt, das ist für die Kenner des Originals nicht besonders neu. Und trotzdem kann man sagen, durch diese verschobenen Akzente ist das eben kein ganz banales Remake, sondern man merkt, die Macher setzen sich mit der Psyche ihrer Figuren auseinander. Sie loten das aus. Wie weit können sie gehen? Ab welchem Moment müssen sie einfach wirklich neue Wege bestreiten? Und das ist meiner Ansicht nach schon wirklich gut gelungen. Dazu haben wir natürlich ganz, ganz tolle Darstellerinnen, denn Michelle Williams und Julianne Moore tragen das hier absolut auf ihren Schultern. Insbesondere Julianne Moore hat eine wahnsinnig starke Szene zum Schluss, wo sie wirklich all ihr darstellerisches Können gefühlt aus Filmen wie, keine Ahnung, Still Alice oder in was für großartigen Dramen sie mitgespielt hat. Man hat das Gefühl, all diese Emotionen, all diese Dynamik, alles, was sie kann, all ihr ganzes darstellerisches Können legt sie in diese eine Szene und man sitzt da und man ist vollkommen ergriffen. Und ja, das ist dann 1:1 aus dem Original übernommen, aber wie Julianne Moore das hier darbietet, ist wirklich einfach ganz, ganz große Schauspielkunst. Und das gilt auch für Michelle Williams, die natürlich nicht diese tollen Einzelmomente hat, einfach weil sie insbesondere in der Interaktion mit den anderen Figuren sehr, sehr stark ist. Aber wenn man sie dann irgendwie da sieht, in Gedanken aufgelöst, wie man nicht weiß, ist sie jetzt noch da, ist sie vielleicht irgendwie in Gedanken schon wieder ganz woanders, wie viel lässt sie an sich ran? Beide Schauspielerinnen verkörpern ihre Rollen so unterschiedlich und irgendwann rafft man, okay, eigentlich sind sie sich doch sehr ähnlich in dem Ganzen. Und das ist wirklich richtig tolles, starkes Kino. Und damit möchte ich auch schon zu meinem Fazit kommen, denn es ist halt schwer, über den Film zu reden, ohne entscheidende Entwicklungen vorauszunehmen. Ich sage aber ganz klar, für Kenner des Originals wird der Film wahrscheinlich nicht so viele Überraschungen bereithalten, aber es kann spannend sein zu sehen, wie haben die Macher des Remakes das Ganze angepackt, mit der Schwierigkeit, einige Sachen nicht so inszenieren zu können, wie sie es beim Original gemacht haben und dass sich vielleicht auch der ein oder anderen Möglichkeit der
ja, der größeren Spannung irgendwie beraubt, einfach weil es nicht anders ging. Trotzdem bleiben sie ja die ganze Zeit an ihrem sie bleiben die ganze Zeit sehr, sehr authentisch in dem, was sie erzählen, und das passt eigentlich alles wirklich schon sehr gut zusammen. Für Leute, die das Original nicht kennen, den empfehle ich tatsächlich auch mal, sich das Original vorher nicht anzuschauen. Einfach weil dann die Twists ja automatisch viel besser wirken können. Und ja, es ist am Ende so ein bisschen schwer, beide Filme zu vergleichen, möchte ich dann an dieser Stelle auch nur bedingt machen, aber ich denke mal, es ist ein wirklich tolles Drama, vor allem die beiden Schauspielerinnen, die hier die Hauptrollen verkörpern, die allein rechtfertigen das Ticket, und dann bekommt man ein wirklich schönes, wirklich auch kurzweiliges Familiendrama präsentiert und darf sich vor allem am Ende dann noch einmal erfreuen, dass wir Schauspielerinnen wie Julianne Moore haben, die einfach wirklich großartig aufspielen. Und ja, damit bin ich durch mit After the Wedding. Ich bin gespannt, ob der ein oder andere sich den Film im Kino anschauen wird. Gerade bei so kleinen Sachen, die so am Rande mehr oder weniger starten, bin ich immer froh, wenn ich höre, hey, ich habe gar nicht so Bock auf die großen Sachen, ich schaue mir lieber kleine Sachen an. Also verratet mir gerne mal in den Kommentaren, was denn von dieser Woche euer Film der Woche ist. Und damit bin ich durch mit After the Wedding. Und den nächsten Beitrag, Parasite, den gibt es wie immer nach ein paar Bildern von After the Wedding und dem Trailer von Parasite. Also bleibt unbedingt dran. Du bist nicht die Einzige, die davon betroffen ist. Wir können es uns nicht aussuchen. Sag's ihr, sonst mache ich's. Ich will alles wissen. Was hast du getan? Die Frau über uns hat ihr Netzwerk verschlüsselt. Das WLAN ist ausgeschaltet. Hier geht es. Deswegen sagen wir alle auf das WLAN-Netzwerk. Wegen des Steins habe ich endlich mal deine Eltern wiedergesehen. Es scheint ihnen gut zu gehen. Aber leider arbeitslos. Süß, oder? Willst du meine Stelle als ihr Englisch-Nachhilfelehrer übernehmen? Muss ich so tun, als wäre ich Student? Wieso fällst du trotzdem jedes Mal an der Kunsthochschule durch? Halt die Klappe. Warum gibt's an der Uni keinen Studiengang Dokumentenfälschung? Den würde Guitton mit Auszeichnung bestehen. Vater, eigentlich ist das überhaupt keine richtige Fälschung. Das ist unsere Chance. In der berühmt-berüchtigten Filmfilter-Bubble in Social Media und Co. hat sich bereits rumgesprochen, was es sich oder was Parasite für ein Film ist, denn dort hat der neue Film von Bong Joon-ho schon ordentlich Wellen geschlagen. Der Regisseur, der unter anderem Filme gemacht hat wie Okja, den es immer noch bei Netflix anzuschauen gibt, oder auch Snowpiercer, hat nämlich mit Parasite einen Film vorgelegt, der Anfang des Jahres die Goldene Palme in Cannes gewonnen hat, der jetzt eingereicht wird als südkoreanischer Oscar-Beitrag in der Kategorie Bester fremdsprachiger Film. Und der vermutlich dann auch bei Filmpreisen wie der beim Golden Globe und so weiter wirklich einschlagen wird. Und das ist auch durchaus nachvollziehbar, denn wie wir das ja von seinen Filmen kennen, er widmet sich hier erneut einer Studie, die sich mit den verschiedenen Gesellschaftsschichten befasst. Also wir hatten in Snowpiercer die Welt aufgeteilt in einem Zug, ganz vorne die Reichen, ganz hinten die Armen. Und auch in Parasite geht es wieder um die Gesellschaft, wo die Reichen nach unten treten und die Unteren unbedingt nach oben wollen. Und das veranschaulicht der Regisseur wieder in hervorragenden Bildern, auch wenn diese diesmal nicht so dystopisch sind und auch gar nicht so futuristisch, gar nicht so, so episch, sondern wir konzentrieren uns hier die meiste Zeit dieses Films konzentriert sich wirklich auf eine Kulisse, nämlich auf ein fantastisches, großartig designtes Haus. Worum geht es? Es geht um eine Familie, die ja am Rande der Lebensfähigkeit eigentlich lebt in Südkorea. Und man merkt, dass sie haben versuchen verzweifelt, keine Ahnung, sich das WLAN-Netz vom Nachbarn zu holen. Sie, keine Ahnung, wenn draußen die Maschine mit dem Insektenvernichtungsmittel vorbeifährt, dann lassen sie die Türen nicht geschlossen, sondern hoffen darauf, dass ein bisschen des Insektenvernichtungsmittels auch die Kakerlaken in der eigenen Wohnung vernichtet. Wenn es regnet, dann
werden die Keller überflutet. Sie müssen ständig aufpassen auf ihr Hab und Gut. Sie leben mit viel zu vielen Menschen auf viel zu engem Raum, halten sich daran über Wasser, dass sie Pizza-Pappschachteln falten. Also das ist wirklich ein absolut erbärmliches Leben. Nun kommt aber irgendwann der Tag, an dem einer der Familie die Gelegenheit bekommt, in dem Haus einer reichen Familie zu arbeiten. Und so nach und nach kommt es eben, dass sich die ganze Familie in verschiedenen Positionen, egal ob als Haushälterin, ob als Hauslehrerin, als Fahrer oder was auch immer, sie versuchen sich nach und nach über verschiedenste Methoden Zutritt zu dem Haus zu verschaffen. Und mehr sollte man über den Film eigentlich gar nicht wissen. Der Regisseur selbst hat bei Pressescreenings, egal ob in Cannes oder auch in meinem Screening hier in Hamburg, vorab Zettel verteilen lassen, auf dem steht, dass man gerade so viel vorab wissen sollte, wie im Trailer zu sehen ist. Und deshalb möchte ich auch wirklich genau aufpassen darüber, was ich sage und auch gar nicht so weit vorweggreifen. Was aber einfach wichtig ist zu betonen, ist, dass Parasite ein ganz, ganz toller Film geworden ist, der es wirklich schafft, diese ganzen Themen, die der Regisseur eigentlich schon wirklich oft angepackt hat, noch einmal mit genauso viel Biss, mit sehr viel bitterbösem Humor und trotzdem nie verbittert irgendwie auf die Leinwand zu bringen. Denn das ist etwas, was ich sehr bewundere. Er klagt zwar die ganze Zeit an, macht das in tollen Bildern und man denkt die ganze Zeit, okay, du hast ein wirklich starkes Anliegen, aber obwohl er den Finger permanent in die Wunde bohrt, was ihm ja auch absolut zusteht, weil er die auch als Privatperson diese Zustände kennt, und trotzdem wirkt er nie so, als wäre er an einer wirklich niederschmetternden Anklage interessiert. Und das meine ich absolut positiv, denn das, was er hier macht, ist keiner dieser typischen depressiven Problemfilme. Vielleicht auch genau deshalb, weil er weiß, dass man mit solchen Filmen die Leute nicht mehr wirklich aufrütteln kann. Die Leute haben alles gesehen, jedes Thema wurde zigfach in allen möglichen Filmen breitgetreten. Deshalb probiert es hier so von hinten über die Zwischentöne, über ganz subtile und trotzdem dann gerade hinten raus sehr drastische Bilder, die aber zu jedem Zeitpunkt wahnsinnig unterhaltsam sind. Und da muss man wirklich sagen, das ist die große Kunst dieses Regisseurs. Er packt ernste Anliegen oder seine ernsten Anliegen in wirklich unterhaltsame Filme. Und erst im Nachhinein, wenn man aus dem Film rausgeht, rafft man, okay, das war gerade eine Allegorie auf die Ungerechtigkeit dieser Welt. Und das musste er mir nicht mit dem Holzhammer eindreschen, sondern das ergibt sich automatisch aus der Szenerie und daraus, wie die Darsteller hier miteinander interagieren, daraus, was man während der einzelnen Szenen fühlt, wie die Bildkompositionen sind. Jedes einzelne Bild in diesem Film ist gefühlt wirklich kalkuliert, ohne kalkuliert zu wirken. Nichts hiervon hat die ganze Zeit den Anspruch, und ich sage euch jetzt, wie schlimm das eigentlich ist, sondern alles davon will auch gleichzeitig irgendwie Spaß machen. Und das Plakat wirbt mit dem Pressezitat die coolste goldene Palme seit Pulp Fiction. Und diese Coolness, die der Film an den Tag legt, möchte ich hier wirklich unterstreichen. Was ich allerdings so ein klein bisschen bemängeln möchte, ist, dass durch diese subtile Art der Inszenierung, die sich immer wieder abwechselt mit total brachialen Bildern, die gerade so hinten raus auch wirklich brutal werden. Man sollte also sich darauf gefasst machen, dass man ein bisschen Blut sehen muss in diesem Film. Dadurch geht vielleicht so ein kleines bisschen der emotionale Anker zu den Figuren verloren, weil ich irgendwann gemerkt habe, okay, jede einzelne Figur in diesem Film ist eigentlich schon sehr arg darauf kalkuliert, wie ihre Position in dem Film ist. Und da wird der Film sich als, ich sag mal, Familienstudie nicht so ganz gerecht. Weil es ist ein Film, in dem Klassenunterschiede thematisiert werden und da fallen beide Familien, die ja hier im Film im Mittelpunkt stehen, als individuelle Gesellschaftsform so ein bisschen hinten raus. Ich hätte mir mehr gewünscht, dass man noch ein bisschen mehr über die Familien erfährt, und zwar abseits von ihrer Position einfach im Film. Das ist aber auch wirklich, glaube ich, so ein bisschen Geschmackssache. Dann kommt auch noch hinzu, muss ich sagen, dass ich tatsächlich recht schnell gerafft habe, worauf der Film hinaus will. Ich gehe fast so ein bisschen davon aus, ich hatte einfach nur einen sehr hellen Tag, weil ich so mitgekriegt habe, dass um mich herum alle wirklich sehr überrascht waren. Bei mir hat sich dieser Überraschungseffekt nicht so richtig eingestellt. Wie gesagt, war vielleicht einfach nur ein guter Tag für mich. Ansonsten,
ich möchte hier nicht diese filmische Offenbarung in irgendeiner Form versprechen, einfach weil er vielleicht bei mir nicht so hundertprozentig das ausgelöst hat, was sich der Regisseur erhofft. Bleibe aber natürlich dabei, dass der Film grandios ist, dass er wirklich sehr toll ist. Nur ich bin nicht so hundertprozentig begeistert, wie es zum Beispiel letzte Woche beim Joker war, wo ich ja wirklich sage, okay, das ist für mich eines der Film-Highlights 2019. Das ist bei Parasite leider nicht so. Ich kann aber vollkommen verstehen, dass es bei sehr vielen anderen Leuten so ist. Wie gesagt, nur bei mir hat er nicht den letzten emotionalen Funken hervorgerufen, sehr viel Spaß und auch anschließend sehr viel Kopfarbeit hat er bei mir trotzdem ausgelöst. Deshalb Parasite, ein ganz, ganz großartiger Film, absoluter Filmtipp meinerseits mit ganz, ganz kleinen Abstrichen in der B-Note. Aber ansonsten wünsche ich euch bei Parasite sehr, sehr viel Spaß im Kino. Würde mich freuen, wenn der Film in Deutschland einige Zuschauer holt. Und die Social-Media-Film-Bubble ist ja schon dabei, viel, viel Werbung zu machen. Das habe ich hiermit hoffentlich auch getan. Und wer immer noch Überzeugung braucht, der sieht jetzt noch mal ein paar Trailer-Ausschnitte. Weißt du, was an der Angelegenheit das Allerseltsamste ist? Bevor ich mich meiner Filmkritik der Woche widmen möchte, die einige von euch vielleicht ein bisschen überraschen wird, gibt es hier wie immer den obligatorischen Blick auf die deutschen Kinocharts der Woche. Und da fangen wir an mit zwei Animationsfilmen, und zwar auf Platz 5 mit Everest, Ein Yeti will hoch hinaus, was mich sehr freut, und Shaun das Schaf, UFO-Alarm. Auf Platz 3 hat sich offenbar herumgesprochen, dass es sich bei Gemini Man um ein wirklich großartiges Kinoerlebnis handelt, was zumindest die audiovisuelle Komponente angeht, denn der ist nach wie vor auf Platz 3 mit über 100.000 Besuchern. Auf Platz 2 der höchste Neueinsteiger mit Dem Horizont so nah, da hat sich wohl ausgezahlt, dass die Buchvorlage hierzulande sehr erfolgreich ist. Und auf Platz 1, ich hätte nie gedacht, dass das die Zahlen sind, die ich heute sagen werde, denn der erste Trend von Joker geht in Richtung 800.000 Besucher. Das sind über 200.000 mehr als vom Verleih veranschlagt und beziehungsweise generell einfach von der Prognose her. Und damit ist Joker aktuell der dritterfolgreichste Kinostart des Jahres. Und ich weiß, der Joker ist wirklich eine sehr beliebte DC-Figur. Das haben wir anhand von The Dark Knight gesehen. Das haben wir ja auch an Zahlen wie zum Beispiel von Suicide Squad gesehen. Aber der dritterfolgreichste Start in diesem Jahr, finde ich, ist eine absolute Sensation und freut mich natürlich sehr. Ich bin allerdings gespannt, inwiefern auf diesen Film die Mundpropaganda Einfluss nehmen wird, weil ich kann mir vorstellen, dass einige insofern enttäuscht aus dem Film gehen werden, als dass der Film ja doch wirklich eher ein Psychodrama und weniger eine typische Comic-Action-Verfilmung ist. Da bin ich gespannt, in welche wie da die Tendenz ist für Joker, aber jetzt in der Startwoche 800.000. Das ist schon mal eine echte Hausnummer, freut mich sehr. Und das waren die Charts diese Woche. Und damit kommen wir zur Filmkritik für den kommenden Donnerstag, zu dem Film, der mich in dieser Konkurrenz am meisten überrascht hat. Und deshalb möchte ich ihm diese besondere Position widmen, auch wenn ich glaube, dass viele von euch erwartet hätten, dass ich Parasite als Filmkritik der Woche nehme. Aber ich bin ja gerne mal für eine Überraschung gut. Deshalb gibt es jetzt die Kritik der Woche, und zwar zu Ich war noch niemals in New York von Philipp Stölzel. Lasst euch von dem Trailer nicht sofort abschrecken, auch wenn er wirklich sehr fair ist in dem, was er präsentiert. Lasst das Ganze einfach mal auf euch wirken, und danach erzähle ich euch, warum ich denn so positiv überrascht davon bin. Hey! Was machen Sie da? Ich wollte nur mal kurz nach New York. Oh, zum Teufel ist ihr Begrüßungschampagner. Bereit für was Neues? Was soll schon passieren? Aus einem wundervollen Fehltritt. Ich störe nur höchst ungern, aber sie tanzen gerade auf unserem Tisch. Housekeeping? Alles ganz sauber? Wenn ich es mir so recht überlege, könnte es sein, dass hier durchaus nochmal gesaugt werden muss. 17 Jahre, blondes Haar, so schaffst du. Merci, merci für die Stunden. Mensch, Papa ist reich. Ich ist dabei. Ja. Ist so wie das Blut der Erde kommt, schenkt uns Reis. Und wenn wir dann traurig werden, liegt es daran, Papa, dass wir immer träumen von Hawaii.
Regisseur Philipp Stölzel hat unter anderem Nordwand gemacht. Er hat zuletzt unter anderem Der Medikus gemacht, also die große Verfilmung des großen Literaturklassikers. Und nun widmet er sich eben, Ich war noch niemals in New York, der Verfilmung eines Bühnenmusicals nach den Songs von Udo Jürgens. Und wer sich das Ganze gerade schon mal so ein bisschen angeschaut hat, der wird auf den ersten Moment denken, was soll das? Denn natürlich, wir haben auf der einen Seite die Verwandtschaft zu Filmen wie Mamma Mia, was schon daher rührt, dass wir es auch hier mit einem Jukebox-Musical nach den Songs von nur einem einzelnen Künstler zu tun haben, bei Mamma Mia eben ABBA, hier Udo Jürgens. Beide Musicals haben ihre Premiere gefeiert im Operettenhaus in Hamburg. Und dann kommt noch hinzu, also Deutschland-Premiere, Ich war noch niemals in New York, ist natürlich nur in Deutschland geblieben. Mamma Mia war auch international erfolgreich, aber die deutsche Premiere haben beide in Hamburg im Operettenhaus gefeiert. Dann kommt noch hinzu, dass sogar die Thematik teilweise ein bisschen ähnlich ist, denn in beiden Stücken geht es unter anderem um eine unbekannte Vaterschaft. Das heißt, wir haben hier schon sehr ähnliche Ansätze, sehr ähnliche Thematiken, wie gesagt, auch. Und dann kommt noch hinzu, dass die Verfilmung beider Musicals natürlich sehr farbenfroh ist, dass alles nach sehr viel Plastik aussieht, nichts davon so wirklich echt wirkt, was sich im Falle von Ich war noch niemals in New York noch ein bisschen mehr herauskristallisiert. Denn ihr habt das gerade schon in den Aufnahmen gesehen, hier ist gar nichts echt. Hier ist nichts an echten Kulissen gedreht worden, aber gleichzeitig kommt hinzu, es wurde auch wenig getrickst, denn Philipp Stölzel hält sich sehr konstant an einen Bühnentheater-Look. Das ist nur von der Aufmachung der Szenen allerdings zu verstehen. Denn wenn ihr mal gerade genau hingesehen habt, die Kulissen sind im Hintergrund teilweise gemalt. Also nicht irgendwie mit CGI am Computer eingefügt, sondern wirklich per Hand gemalt. Das Ganze ist, wie gesagt, alles hier ist bonbonbunt. Von den Farben der Ausstattung, Kostüme, von keine Ahnung, von den Frisuren, alles hier ist nicht so wie im echten Leben. Und man behält auch diesen, ich möchte fast sagen, zweidimensionalen, theaterhaften Look bei, wenn ihr so ein bisschen versteht, was ich meine. Also man hat das Gefühl, es ist eigentlich wirklich alles auf sehr, sehr engem Terrain inszeniert. Und trotzdem ist Ich war noch niemals in New York eben nicht einfach nur abgefilmtes Theater, sondern es ist ein Theaterlook, filmisch aufbereitet. Die Kamera hier wirbelt die ganze Zeit um die Figuren herum. Sie holt aus den engen Kulissen wirklich das Optimum an Bildsprache raus. Wie die Kulissen aufgeteilt sind, wie die Bilder aufgeteilt sind, wie vermerkt ist, wo gerade an welchem Ort in der Szene was spielt, das ist alles sehr, sehr filmisch. Das ist nicht einfach nur, wir halten die Kamera drauf und lassen die Leute wie auf einer Theaterbühne spielen, sondern wir haben eine Theaterkulisse, aber die Schauspieler spielen und singen und tanzen wie an einem Filmset. Und das finde ich schon wirklich sehr beeindruckend. Dann muss man allerdings auch sagen, der Film macht es einem am Anfang nicht so ganz leicht, weil die Darsteller wirklich zum Teil durchaus overacten, auch mehr als es bei einem Musical angebracht ist, weil man ja sagen muss, Theater, Musical, das sind immer diese Genres oder diese Kunst, das ist dieses Kunsthandwerk, wo es darstellerisch wirklich sehr, sehr groß immer wird, weil man muss auf einer Theaterbühne ja wirklich viel größer spielen als vor der Kamera. Denn auf der Theaterbühne hat man es so, wenn man spielt, muss man ja auch die Leute ganz hinten im Publikum erreichen. Bei der Kamera, also vor der Kamera kann man viel kleiner interagieren, weil die Kamera viel näher dran ist. Und hier ist es teilweise so ein Mischmasch. Und gerade bei einer Katharina Thalbach zum Beispiel, die dann sehr groß gestikuliert, eine sehr exzentrische Mimik hat, das kann teilweise so ein bisschen stören, weil man doch den Eindruck hat, sie ist irgendwie gerade im falschen Medium gedanklich. Das ist aber nur in der Anfangsphase so, denn da muss man sich an diesen ganzen exzentrischen Look erstmal gewöhnen und man muss erstmal auch sich bewusst machen, dass das alles, dass da überall ein Plan hintersteckt. Wie gesagt, da muss man sich darauf einlassen. Ich glaube auch, dass der Trailer da sehr fair ist, weil er genau zeigt, was passiert und beziehungsweise was einen optisch, audiovisuell generell einfach erwartet. Er macht da keine halben Sachen. Er versucht da nicht Leute in den Film zu locken, die sich darauf nicht einlassen können. Und dann kommt aber, wenn man, weiß ich nicht, eine knappe halbe Stunde wartet,
gibt es irgendwann diese eine Performance in diesem Film. Und es ist eigentlich schade, dass der Film sein großes Highlight bereits so früh hat. Denn danach ist es zwar immer noch super sympathisch, aber es kommt nie wieder daran. Das ist ein bisschen traurig. Aber wenn dann ein Pascale Aleardi, der wirklich hier als Darsteller, als Nebendarsteller, die mit Abstand beste Performance abliefert, gesanglich, zu Griechischer Wein, dann ist man zumindest für diesen einen Moment drin, weil hier alles stimmt, weil hier die Gesangsleistung stimmt, weil die Inszenierung stimmt, weil man das Gefühl hat, alle, die hier mitarbeiten, die lieben das, was sie tun. Und da muss ich sagen, Hut ab, spätestens ab da hattet ihr mich, weil vorher war es dann doch so, ich war so ein bisschen skeptisch und habe das Gefühl gehabt, irgendwie wollt ihr gerade sowas wie Mama Mia sein, aber könnt das nicht so richtig, weil ihr nicht ganz wisst, wollt ihr das Ganze jetzt auf die Bühne bringen oder in den Film? Und ab da wusste ich, okay, ihr wollt einen Film machen, ihr wollt das total aufrichtig durchziehen. Und dann war ich auch aufrichtig dabei. Und jetzt kommt bei mir noch hinzu, ich bin durch meine Eltern mit so Sachen wie Udo Jürgens aufgewachsen, höre das privat selbst nicht, kannte aber einen Großteil der Songs. Das ist bei Musicals ja generell immer noch mal so ein Pluspunkt, wenn man mit der Musik eh vertraut ist. Und ich mag auch den Cast zu Großteilen. Ich bin großer Fan von Moritz Bleibtreu. Ich mag Heike Makatsch, Pascale Aleardi, habe ich mich sehr gefreut, den mal wieder zu sehen. Auch ein Uwe Ochsenknecht ist hier gesanglich wirklich ganz vorne mit dabei. Einzige Ausreißerin nach unten ist sowohl gesanglich als auch darstellerisch leider Katharina Thalbach, weil sie die ganze Zeit über nicht von ihrer doch sehr theatralischen Darbietung ablässt und auch gesanglich einfach, sie hat nun mal ein sehr spezielles Organ, sie kann das auch gesanglich nicht sagen, obwohl sie jeden Ton trifft, aber es wirkt dann doch hier und da so ein bisschen gequält und das finde ich schade, weil eigentlich passt ihre Darbietung, sie passt eigentlich so sie passt da eigentlich rein, so als Frau, so von der Optik und auch von dem Figurentypus, den sie verkörpert, aber so richtig, sie ist ein Ausreißer nach unten leider. Das finde ich ein bisschen schade. Von der Handlung her muss ich sagen, ich war noch niemals in New York, schon sehr auf so ein ganz klassisches Feel-Good-Erlebnis getrimmt. Es ist so gesehen eine Romanze, die sich an mehreren Stellen entwickelt. Wir haben die Romanze von Katharina Thalbach und Uwe Ochsenknecht, zur gleichen Zeit verliebt sich Katharina Thalbers Tochter, gespielt von Heike Makatsch, in Moritz Bleibtreu. Und so haben wir hier quasi zwei Romanzen. Dann kommt noch eine dritte Romanze hinzu zwischen Heike Makatschs Friseur und Stylisten und einem auf dem Schiff angestellten Entertainer. Also wir haben letzten Endes drei Romanzen, die hier erzählt werden und alle werden durchaus konstruiert, aber mit viel Witz und Charme aufgelöst. Man verzichtet nicht komplett auf Ecken und Kanten, wenn man hier die Figuren inszeniert. Und das macht alles schon wirklich sehr viel Spaß. Man weiß zu jedem Zeitpunkt, dass diese Geschichte, dass dieser Film wahrscheinlich sehr gut ausgehen wird. Die Songs sind wie auch beim Bühnenmusical wirklich viel vertreten. Ich habe jetzt 21 gezählt und da werden so Sachen wie die Titelnummer, ich war noch niemals in New York, noch nicht mal komplett durchgespielt. Also vielleicht so ein kleiner Wermutstropfen. Viele Songs werden nur angerissen und dann teilweise auch natürlich verändert, sodass es zum Filminhalt passt. Da war Mamma Mia zum Beispiel ein bisschen konsequenter. Die meisten Songs da wurden durchgesungen und sind auch die Songs geblieben, die sie waren. Hier wurde ein bisschen umarrangiert. Sind die Puristen, die den Film nur gucken wegen der Udo Jürgens Songs, könnten ein bisschen enttäuscht sein. Aber ansonsten, ich muss wirklich sagen, die ganze Inszenierung, wenn man sich darauf einlassen kann, und es ist völlig fein, wenn man das nicht kann, weil das nun mal so eine ganz eigene Geschichte einfach ist, so eine ganz eigene Inszenierung, die einfach erwartet vom Zuschauer, dass er sich da reinfallen lassen kann, der keinen Realismus erwartet, der völlig in diesen, was ich ja sagte, in diesen bonbonfarbenen Welten aufgeht, der hat wirklich die Gelegenheit, so wirklich eins der Feel-Good-Kinoerlebnisse in diesem Jahr zu erleben. Und wer das nicht kann, ich glaube, der ist wirklich gut damit bedient, sich den Trailer anzuschauen. Und dann weiß er, das ist was für mich oder nicht. Und wenn er sagt, er kann schon beim Trailer nicht mehr zusehen, ich glaube, dann, dann ist es völlig fein zu sagen, ist nicht meins und gut ist. Und
Da sind meine Worte zu. Ich war noch niemals in New York. Ich kann beide Seiten verstehen. Ich gehöre eher zur Pro-Seite und würde mich auch da freuen, wenn ein paar Leute sich in diesem Film verirren sollten. Ich glaube, dadurch, dass das Musical in Deutschland kürzlich seinen 6 Millionensten Zuschauer begrüßen konnte, wird Ich war noch niemals in New York durchaus ein Erfolg auch auf der Bühne, Quatsch, auf der Leinwand werden. Und damit bin ich durch. Lasst euch gerne noch mit so ein paar Songs aus dem Trailer raustreiben aus diesem Beitrag. Und dann gibt es gleich noch mein Ranking. Ihr kennt das. Also bis gleich. Wir müssen so schnell wie möglich nach Deutschland. Sofort. War sie schon mal in Deutschland? Nur auf Mallorca. Und damit bin ich auch schon wieder durch. Ich tue mich bei meinem Ranking diese Woche ein wenig schwer, aber es ist ja mein Ranking. Deshalb bin ich bewusst, dass einige die ersten beiden vertauschen würden. Aber wenn ich mir diese Woche einen Film ansehen müsste, wäre das Ich war noch niemals in New York, danach Parasite und After the Wedding bis zum Schlusslicht Maleficent 2, Die Mächte der Finsternis. Den muss man meiner Ansicht nach wirklich nicht gesehen haben. Das Einzige, was mir noch bleibt, ist an dieser Stelle zu sagen, macht es gut. Ich bin sehr gespannt, was ihr euch im Kino anschauen werdet. Lasst es mich wie immer gerne in den Kommentaren wissen. Alles Weitere erfahrt ihr auf redcarpet.com. Denkt dran, nächste Woche eine abgespeckte Version von Frische Filme. Die wichtigsten Filme werde ich auf jeden Fall versuchen zu besprechen. Und dann habt eine sehr tolle Woche. Ich wünsche euch viel Spaß im Kino und bis zum nächsten Mal.